Moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Resident Evil Director's Cut. Hier auf The Nerd and Wave Live mit mir, dem Dre. Ich muss mich echt an diese Begrüßung gewöhnen. Ja, ich nehme erstmal einen Schluck. Und dann kann es auch gleich weitergehen. In der letzten Folge habe ich die Schrotflinte bekommen, wie ihr seht. Die möchte ich aber noch nicht benutzen. Ich bin einer von diesen Spielern, der seinen ganzen Kram möglichst sparsam benutzt. Also sparsam eigentlich nicht, aber ich möchte das alles immer nicht so benutzen. Und am Ende das Spiel beendet und noch irgendwie eine ganze Apotheke, Heil-Items und einen ganzen Waffenschrank voll Waffen hat. Aber für diesen Zombie, der jetzt hier steht, nehmen wir noch die Beretta. Der lebt noch. Oh, ich mag diese Zombie-Sounds, Alter. So, ich habe noch zwei Schuss, das dachte ich mir. Ich weiß gar nicht, ob man irgendwie nachladen kann. Sauber, das muss man sich angewöhnen. Damit kann man Munition sparen. Wenn sie dicht rankommen, einfach nach oben zielen, dann kann man den Kopf von den Schultern ballern. Geil, Gewalt. Ja, Videospieler, die versauen uns ja alle hier. Falsche Richtung. Bam, klack, klack. Das war ein bisschen laut, glaube ich. Sauber. Ach, hier bin ich. Oh, das ist ja gut. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich glaube, ich habe zweimal Shells. Und Clips habe ich keine mehr, ne? Nee. Packen wir die erstmal weg. Den kleinen Schlüssel würde ich eigentlich auch ganz gerne erstmal weglegen. Und bei den Shells muss ich mal ganz kurz gucken. Ich glaube, man konnte die nicht stocken. Stacken, wie auch immer. Nein, nicht checken. Kombinieren. Genau. Doch, kann man. Ja, fett. Sauber. Ja, wäre auch blöd gewesen. Warum hätte man das nicht machen sollen können sollen? So, mal gucken, ob ich hier ein Ink Ribbon habe. Habe ich nicht. Scheiße. Normalerweise hat man nicht mal Glück und die liegen dann noch. Ja, ich weiß. Aber in der Haupthalle gibt es noch einen. In der Haupthalle gibt es eine Maschine und ich glaube, da lagen auch am Anfang zwei oder drei Ink Ribbons. Weil ich würde mich ehrlich gesagt wohler fühlen, wenn ich jetzt demnächst mal wieder speichern könnte. Hier müssen auch noch zwei Viecher. Ne, einer, ne? Nur noch der da hinten, oder? You have used armor key. Ich finde das geil. Es gibt so Leute, die machen sich darüber lustig, dass ja die Forscher auch die ganze Zeit immer diese Schlüssel und alles suchen müssten, um halt dahin zu kommen, wo sie hinwollen. Ohne zu viel zu verraten. Ich hoffe überhaupt, dass ich, das ist mir auch gerade eingefallen wieder. Ich erzähle und erzähle und erzähle. Ohne Rücksicht auf Verluste, sag ich mal. Ohne Rücksicht auf Spoiler. Es gibt bestimmt den einen oder anderen, der das hier guckt und der das Spiel noch nicht kennt. Ich hoffe, ich nehme euch da nicht irgendwie was vorweg oder überfordere euch oder weiß ich nicht. Ah, okay. Wie gesagt, immer wenn irgendwelche Fragen sind oder so, einfach in die Kommentare hauen damit. Ich beantworte das so gut ich kann. Und ich versuche mich zurückzuhalten, was das Spoilern angeht, okay? Researchers letzter Wille, also des Forschers letzter Wille. Meine liebe Alma, ich versuche das jetzt mal zu übersetzen. Ich versuche es doch nicht zu übersetzen. The fact that you have received this letter is both a joy and sadness for me. I couldn't even talk to you because of that guy in the sunglasses. In the sunglasses. Alma, ist das überhaupt... Oh, ist das Alma von 4? Dun, dun, dun. Alma, be calm and read this. I think I've told you that I moved to a pharmacy... What? I moved to a pharmaceutical, okay, company lab. Achso, okay, eine pharmazeutisches Company Labor. They headhunted me. Oh, das klingt aber fies.
Last month, there was an accident in the lab and the virus we were studying escaped. Alter, ich merke gerade, wie scheiße ich... Also ich kann dir generell schlecht vorlesen, also so empfinde ich das zumindest. Aber Englisch vorlesen ist ja noch, also ist ja noch ungewohnter. All my colleagues... Wie spricht man das aus? Colleagues, ne? Colleagues? Colleagues? Who were infected by the virus are dead. To be accurate, they have become the living dead. They still wander around. Some of them are knocking on my room door desperately right now. Oh, desperately. Erstmal einen Schluck nehmen hier. But there's no sign of intelligence in the eyes. Wegen Desperados. Blöde Idee, ich kann ja gar nicht vorlesen, wenn ich trinke. That cursed virus takes away all humanity from the human brain. Love, joy, sorrow, fear, humor. Das sind ja fast die Gegner von Metal Gear Solid 3. Eternally. And Elmer, even the memories of the days I spent with you. Yes, I'm infected. I did everything I could, but I could only delay the progress of a few days. The most frightening thing is that I forget more about you by the day. So I chose a peaceful death rather than becoming the living dead. Within an hour, I'll have entered my eternal sleep. I do hope you will understand my decision. Goodbye and forever yours, Martin Crackhorn. Der ist echt Crackhorn. Alles klar. Researcher's will has been fixed, filed. Ein Aquarium, aber da ist irgendwie nichts drin. Na gut. Und ein Käfer. It seems someone has searched here already. It appears to be on switch. Will you push it? Push it to the limit. Die Idle-Animation kommt echt schnell, oder? Jetzt ist das Ding leer, und ne? Kann ich es schieben? Ah, falsche Richtung? Vermutlich. Was liegt hier unten? Ist das eine Mausefalle oder was? Da, neben dem Schreibtisch? Nothing special. Das sieht für mich aus wie so eine lebende Mausefalle. Ja, aber was jetzt mal... Was ist denn hier los? Researchers, Virus, Infection, Kollegen, Living Dead. Was zum Teufel? Ich bin mir echt unsicher, so was das Erzählen angeht. Was ich so erzählen kann und so. Auch nicht. Ja, weiter. Schieb weiter. Will er nicht. Macht er nicht. Ah, guck mal, da ist was hinter. Guck mal. Auf der Kugel. Da. Ja, nehme ich. Natürlich. Wie viel kann ich denn davon stocken? Das war da drin. Aber warum... Ich bin irritiert. Kann ich das Ding nochmal drücken? Da geht nichts. Da geht was und da geht noch mehr. Hört her. Oder so. nee, rappen sollte ich lieber nicht. Was ist das? Achso, mein Tablet. Ich hab mich gerade so ein bisschen erschrocken. Links neben mir geht auf einmal Licht an, ey. Akku ist leer vom Tablet. Oh! Ein Sleeping Room. Oh, hier ist das Feuerzeug. Will you take the lighter? Yes, please. Give me that lighter. Damit weiß ich auch schon, was ich damit machen muss. Plants, Herbs, Shells. Jo. Geil, da werde ich hier zugeschissen mit Shotgun-Shells. Finde ich gut. Das Bett sieht irgendwie rustikal praktisch aus. Immer schön X drücken, vielleicht findet man irgendwo was. Und die rote Herb, nehme ich die noch mit? Ah, komm. Dann kann ich sie zumindest in die Kiste packen. Die Kiste übrigens, für den einen oder anderen, der das noch nicht so verstanden hat, die Kisten sind überdimensional, oder wie man das nennen soll, oder hyperdimensional. Wurmlochartig. Man packt etwas in eine Kiste und es ist in jeder Kiste, die man im Spiel finden kann, findet man dann die Items, die man in diese Kiste gepackt hat. Ein Glück. Es gibt einen Resident Evil Teil, da haben sie es anders gelöst.
Weiß ich nicht, ob ich das gut finde. Ich weiß auch nicht, ob wir den Teil jemals spielen werden. schauen wir mal. Generell weiß ich überhaupt noch nicht, ob ich welche Teile ich komplett, also let's playen werde. Ich weiß, den ersten und zweiten definitiv. Beim dritten weiß ich es noch nicht genau. Der dritte ist übrigens einer, den würde ich dann blind let's playen. Den habe ich nämlich noch nie durchgespielt. Ich habe den Anfang mal gezockt und dann ging mir das mit dem Munitionserstellen auf den Sack. Und dann habe ich das nicht mehr gespielt. Den vierten Teil habe ich einmal durchgespielt. Habe mich da ganz schön durchgequält. Also da weiß ich echt nicht, ob ich das let's playen will. Ist zwar ein großartiges Spiel, muss man einfach mal, muss man so festhalten. Hat die Third-Person-Shooter Revi hat die vorangebracht. Und ja, der fünfte ist dann ein Koop-Ding. Das würde ich dann eventuell mit jemandem im Koop machen. Priorisiert mit Digi. Im Couch-Koop wäre natürlich mega nice. Der sechste Teil ist einer der Teile, die ich nie durchgespielt habe. Ich angefangen, aber nie durchgespielt. Und dann kommt der siebte ja schon im... Was, im Februar? Januar, Februar? Und dann in VR. Da müssen wir mal schauen, ob das... Das kommt. Worauf ich auch noch Bock habe, ist auf jeden Fall Code Veronica X für die PlayStation 2. Da muss ich aber mal gucken, ob ich mir vielleicht sogar die PlayStation 3 Version organisiere. Die sieht nämlich ein bisschen besser aus. Aber da muss ich mir mal Vergleichsbilder angucken, ob sich das überhaupt lohnt. Weil das ist eigentlich, glaube ich, Quatsch. Eigentlich reicht es, wenn ich über die PS2 zocke. Dann haben wir noch, was haben wir denn noch? Revelations, habe ich den ersten Teil für die PS3 noch verschweißt. Ich weiß nicht warum. Habe ich mir damals gekauft, als es rauskam, aber nie angefasst. Ich weiß nicht warum. Das ärgert mich so ein bisschen. Aber das könnte man in dem Zuge dann ja eventuell auch noch zocken. Revelations 2 habe ich mal die Demo angezockt. Man konnte ja den ersten, das erste Kapitel irgendwie zocken. Das habe ich gemacht. Hat mir noch nicht so krass zugesagt. Something can be seen in the showcase. Aha. Aber das war's dann auch. So Spin-Off-mäßig, muss ich sagen, bin ich da jetzt nicht so heiß drauf. Ne, Moment, war das echt das Rätsel hier? Sieht so aus. Also, hier ist ein Knopf auf dem Boden. Ich erkläre das Rätsel ganz kurz. Hier ist ein Knopf auf dem Boden. Wenn ich da eine dieser Statuen drauf schiebe, dann kann ich da an dieses Showcase ran. Allerdings wird der Raum dann mit giftigem Gas geströmt. Hier durch dieses... Dingens auf dem Boden. Theoretisch müsste es reichen, wenn ich einfach die Statue raufschiebe. Aber das kann es eigentlich nicht sein, oder? Da ist ja noch ein. Schieben wir da auch noch eine Statue drauf? Ja, ich erinnere mich daran, dass das Rätsel war im Remake schwieriger. Wobei, noch habe ich es hier nicht gelöst. Also halt mal lieber die Luft an. Im wahrsten Sinne. There's a switch. Will you push it? But of course. Habe ich überhaupt Platz? Ich habe gar keinen Platz. Oh, ich bin so clever, Alter. Da können wir mal ganz kurz gucken, was denn da drin ist. Es ist die Sun-Dingens. Brauchen wir also. Kommen wir später wieder. Bitte beeilen Sie uns bald wieder, aber nicht so schnell. Ja, da habe ich, worüber habe ich gerade geredet? Über die ganzen verschiedenen Spiele. Genau. Ja, wie gesagt, weiß ich noch nicht genau, was davon alles drankommen wird. Hängt auch ein bisschen davon ab, wie ihr da drauf Bock habt. Wie gesagt, der zweite Teil auf jeden Fall. Da ist mir egal, wie viel Bock ihr da drauf habt. Ah, shit, jetzt kann ich natürlich nicht... Ah, ist ja richtig doof. Ja, machen wir noch. Richard from Bravo Team. Muss ich weiterdrücken, oder? Ich will auch nichts überspringen. Ich muss weiterdrücken, okay. Mehr sagst du nicht. Einfach nur Richard vom Bravo Team. Ich habe schon wieder einen Clip dabei. Ja, können wir gerade nicht mitnehmen. Schade. Ich gehe noch nicht weiter. Ich gehe speichern. Ich gehe erstmal speichern. Und vor allem muss ich ein bisschen was loswerden, oder? Der zweite Teil ist mein persönlicher Lieblingsteil. Viele sagen, der vierte wäre der geilste.
Oder finden den vierten für den geilsten. Ich kann verstehen, warum. Aber für mich ist der zweite einfach der beste. Der hat so Laune gemacht. Das war so geil, das durchzuspielen. Da freue ich mich auch wirklich drauf. Also wenn ich nicht auf Kompletismus stehen würde, sag ich mal, hätte ich auch mit dem zweiten Teil angefangen. Man muss auch den ersten nicht gespielt haben und nicht gesehen haben, um den zweiten zu verstehen, weil die Geschichte ist generell so ein bisschen, die geht irgendwann verloren. Die ist ziemlich, naja, aber, warte mal, will ich das jetzt hier machen? Oder will ich zur Kiste? Ich will zur Kiste. Aber, genau, mir geht's halt darum, ich möchte, wenn ich so eine Reihe, weil das soll ja wirklich, wie gesagt, eventuell wirklich eine große Reihe werden, die wir hier dann wirklich machen. Das wird dann auch ein paar Monate in Anspruch nehmen. Zuletzt habe ich das ja mit Metal Gear gemacht, was irgendwie, hat das ein halbes Jahr gedauert? Da war ich ein bisschen länger bei. Und das waren ja auch am Ende 6 Spiele. Und dabei bin ich da eigentlich noch nicht mal fertig. Eigentlich müsste ich da irgendwann mal weitermachen. Es gibt ja noch Metal Gear Rising, was ich auf jeden Fall nochmal let's playen will. Da muss ich aber wirklich vorher üben, um da ein bisschen Skill abzuliefern. Nee, da wollen wir nicht rein. Metal Gear Rising und was gibt's noch? Boah, okay, das GameCube Remake. Das wollte ich eigentlich auch mal let's playen, weil das habe ich selber auch noch nicht gespielt. Und das ist jetzt doch ein bisschen anders als das PlayStation Original. Genau, das sind die beiden Dinger, die da eigentlich noch fehlen. Und eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, müsste man theoretisch auch noch den ersten und den zweiten Metal Gear Teil mitnehmen. Aber da bin ich wirklich, das ist so ein bisschen sehr alt. Also da muss ich Bock drauf haben, um das zu machen. Weil für die, die es nicht wissen, die meisten von euch werden eventuell Metal Gear Solid kennen. Aber das ist halt der eigentlich dritte Teil der Reihe. 1 und 2 gab es damals nur auf dem MSX. Heißt das Ding so? Ich glaube MSX. Was ein... was ein Computersystem war, glaube ich, ne? Ich will jetzt hier auch keinen Scheiß erzählen. Nee, stimmt gar nicht. Warte mal, den ersten Teil gab es ja auch für NES. Aber die NES-Version ist leicht geändert. Oder gab es einen zweiten für den nächsten? Weiß ich gar nicht. Aber die Dinger fehlen halt noch auf dem Kanal. Und da muss ich mal gucken, ob ich das irgendwann mal komplettiere. Aber ja, vor Resident Evil gab es halt nichts. Außer man zählt dieses... wie hieß das denn nochmal? Warte mal ganz kurz. Es gab doch mal irgendwas. Sweet Home. Es sei denn, das zählt man dazu. Aber ich glaube, das macht keiner. Und Alone in the Dark ist ja nochmal wieder was ganz anderes. Ist ja auch so eine Sache, ne? So ein kleines Streitthema unter Spielern. Welches Spiel hat wirklich den Survival-Horror, das Genre gegründet? Da hatten wir alles rausgeholt, ja. Die meisten sagen ja, dass Resident Evil der Vater des Survival-Horrors ist. Aber die, die es besser wissen, die sagen, dass Alone in the Dark der Urvater des Survival-Horrors ist. Und die haben ja nun mal recht. Das ist ja nun mal so. Selbst Shinji Mikami, der Director, der Game Director von Resident Evil, hat vor kurzem eigentlich erst, ich glaube, in einem Interview zu The Evil Within, achso, das war nur der Raum, okay. Vor kurzem erst zugegeben, dass er wirklich sich von Alone in the Dark hat inspirieren lassen und dass er eigentlich dem zuspricht, ja, Gründer des Horror-Survivals zu sein. Aber durfte er nicht sagen, ursprünglich wegen Capcom. Wieso renne ich eigentlich die ganze Zeit in Räume, in denen ich schon war? Hier war nichts weiter, ne? Hier waren Shells, die hätte ich eingesammelt, ja. Genau, aber das, deswegen... Wie bin ich da überhaupt schon wieder hingekommen? Wegen Ursprung, ne? Warum wir jetzt Resident Evil 1 anfangen und nicht mit 2? Glaube ich. Irgendwie so. Ich finde das geil. Ich bin Sammler und jetzt sammle ich halt sauer. Und jetzt sammle ich halt auf dem Let's Play-Kanal Spiele, die ich Let's Played habe. Dann muss das halt komplett sein. So, Kenneth ist immer noch hier. Ja, ich weiß, dass man das auch nicht schneller machen kann. Ich
Ich dachte, da würde irgendwas liegen. Außer sein Kopf. Die Cutscene, die wir hier zu Beginn gesehen hatten, ist übrigens auch geschnitten. Wundert mich ein bisschen. Ist ja die US-Version. Eigentlich dachte ich, dass nur das Intro aus Versehen geschnitten sei. Aber na gut. So, was habe ich denn jetzt alles? Ganz kurz mal, wir gehen in diesen Raum, denn da ist ja nichts los. Und dann kann ich die Folge beenden. Wir sind nämlich schon wieder drüber. Bisschen im Auge behalten. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Würde mich extremst freuen, wirklich. Das ist kein Scheiß, ich sag's jedes Mal. Es klingt für mich mittlerweile selbst wie einfach nur dahingesagt, aber es freut mich wirklich jedes Mal, wenn ich sehe, Alter, da sind Leute, die finden das gut und das ist denen ein Klick wert. genau, wenn ihr Fragen habt, Kommentare gerne in die Kommentare. Ich beantworte alles, was ich lese und ich lese alles, deswegen ich beantworte alles. Und dann sehen wir uns, wenn ihr mögt, beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, danke fürs Zusehen, macht's gut und tschüssi.